Hallo, da sind wir wieder. Und zwar möchten wir euch noch das dritte Teil vom Aldi-Angebot für 5 Euro vorstellen. Und zwar das 2er-Set Campingausrüstung. Da sind zwei Teile drin. Ein Teil wäre auch im Vergleich zu den anderen 5 Euro Angeboten definitiv zu teuer. Und zwar sind die beiden Teile hier, wie ihr seht, in Plastik verpackt. Ich fange mal hiermit an. Das hier ist quasi Essbesteck. Hier dran ist ja so eine kleine Schlaufe zum Aufhängen mit einem ganz kleinen Ring. Dann gibt es einen Löffel, eine Gabel. Das Ganze fällt gerade auseinander. Ah, nee. Es fällt mit Absicht auseinander, damit man nämlich vernünftig essen kann. Weil beim Löffel ist nämlich noch ein Messer. Und meistens isst man ja mit Messer und Gabel. Und dann gibt es noch eine, ein Dosenöffner in Verbindung mit einem Korkenzieher. Und war da noch was dran? Genau, hier auf der anderen Seite ist noch eine Ahle dran. So, das ist das Set Nummer 1. Ich muss auch sagen, hier sind keine Sicherungen, wie bei den Einzelteilen für 5 Euro. Und die Sachen gehen echt leicht wieder zusammen. So, und dann kann man die wieder so zusammenstecken eigentlich. So, wieder zusammengesteckt. So. Das zweite Teil hat hier oben erstmal einen Karabinerhaken. Das ist genau meins. So, und das ist wieder etwas umfangreicher. Da muss ich mich jetzt wieder so ein bisschen durcharbeiten. Das ist ein Korkenzieher. Das hier hinter dem Korkenzieher ist eine Nähahle. Damit kann man dicke Stoffe oder so nähen. Dann wird ziemlich schwierig, weil es sehr nah alles aneinander ist. Moment. Machen wir es gerade so. Machen wir jedes einzeln hoch. So. Das hier ist eine Feile. Nächste hoch, erste runter. Das hier müsste eine normale Ahle sein. Ein Kreuzschraubendreher. Und auf der anderen Seite haben wir einmal ein... Ups. Ein Messer. Daneben eine kleine Holzsäge. Daneben... Das ist lustig, weil das hier heißt nämlich einfach nur Lineal. Obwohl das wieder hier gezackt ist, aber überhaupt nicht scharf ist. Also, dann haben wir ein Lineal. Dann, oh Gott, wie kriegt man das denn jetzt auf? Hier wieder ein Dosenöffner in Verbindung mit einem Flaschenöffner. Hier auch nochmal. Und... Hokus Pokus. Ich muss sagen, das geht sehr schwer raus. Das ist eine kleine Schere. Also echt süß. Ich gucke jetzt gleich mal, ob die scharf ist. Die ist sehr interessant, weil hier die eine Hälfte der Schere liegt auf so einem kleinen Bügel aus Edelstahl. Und dann, okay, jetzt ist er aufgeklappt. Und dann drückt man hier einfach drauf und dann kann man wirklich gut schneiden. Ich gucke jetzt mal, wie gut, dass wir hier im Garten sind und hier ein paar Blätter rumliegen. Oh, die schneidet echt gut. Also zumindest das Blatt hier. Klappe ich jetzt mal wieder ein. Ja, hier ist noch so eine Art, ich sag jetzt mal, Griff dran.
Das ist so, ist so ein kleiner Widerstand, damit man es besser halten kann. Das hier kommt auch noch mit rein. Und dann hat man das Teil Nummer 2 aus diesem ganzen Set. Ja, ein bisschen schade finde ich, dass das Ganze in Plastik verpackt war. Wahrscheinlich einfach nur, um das Material zu schützen. Und ja, mittlerweile denke ich, es gibt da genug Alternativen. Man muss sowas nicht in Plastik einpacken. Ist jetzt so. Aber für 5 Euro macht das einen ganz guten Eindruck. Und vor allem das Besteck kann man super mitnehmen. Das ist gut, dass man es auseinandernehmen kann. Und das Taschenmesser mit der kleinen... Also ich habe mich irgendwie in diese Schere verliebt. Ich weiß auch nicht, wie es richtig ist. Ich würde es definitiv für 5 Euro holen. Wenn euch diese Produktvorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr sowas habt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.